Bonn. Den Gag wollte ich schon immer mal machen. Willkommen zurück an der Feldschmiede Neu-Ekis. Es ist Montag, der 6. November, glaube ich. Haben wir heute den 6. November? Ich habe noch nicht auf den Kalender geguckt, das ist furchtbar. Ja, an der Esse hat sich noch nicht allzu viel weiter getan, außer dass ich da super meine Kaffeetasse drauf abstellen kann. Prost. Und ansonsten... Immer schön, dass man das Logo sehen kann. So, und ansonsten hat sich noch nicht allzu viel getan. Aber nichtsdestoweniger war ich gestern Abend noch fleißig. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe mich nämlich schon dran gesetzt, den ersten Brenner zu bauen. Um erstmal zu gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, und zwar, und das zeige ich euch jetzt. Und ich habe vorhin noch ein interessantes Telefonat mit Gernot gehabt. Und Gernot sagte, Mensch... Wenn du deine Kamera irgendwie besonders irgendwo hindrehst oder was auch immer, dann ist da immer so leichte Lichtschlieren drin, wie jetzt beispielsweise. Das liegt daran, ich filme ja immer meistens überwiegend mit der Frontkamera, damit ich das Bild dementsprechend noch überprüfen kann. Und deswegen gucke ich manchmal ein bisschen komisch und nicht immer so direkt in die Linse. Aber das nur so nebenbei. Naja, ich habe hier auf der Linse ist ein... Ich filme ja mit meinem Smartphone, so, und da habe ich ein Panzerglas drauf, so, und da ist an der Seite irgendwo ein Riss, und wenn das Licht in einen bestimmten Winkel reinkommt, dann bricht das und dann hat man so einen Lensflare-Effekt. Aber ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? So, Brenner, so, das hier ist mein Brenner-Versuchsaufbau. Das sieht sehr... Kinder, macht das nicht zu Hause nach, das ist nur... Zu Versuchszwecken. Also das ist eigentlich das Handstück, was normalerweise am Schmelzofen mit dran ist. So, das ist jetzt einfach nur zu Versuchszwecken, um einfach mal zu gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist der Brenner. Was braucht man dazu? Wir zäumen das Pferd einfach mal von hinten auf. Was ich hier habe, ist ein 3/4 Zoll Doppelnippel mit 30 cm Länge. Darauf kommt auf einer Seite ein Reduzierstück von 3/4 Zoll auf 1 Zoll. Ja. Und auf die andere Seite kommt auch ein Reduzierstück von 3/4 Zoll auf 1 Zoll. Ich habe noch keine Reduzierstücke gefunden von 3/4 Zoll auf 1/1 oder 1,5 Zoll. Aber das tut's auch. So, das ist die Brennerbasis. Luft rein, Flamme raus. Luft und Gas rein. So. Das ist eigentlich die Basis. Und wenn man bei einigen amerikanischen YouTubern guckt oder auch anderen englischsprachigen YouTubern, diese Art und Weise wird des Öfteren verwendet, hat sich einfach bewährt. Weil wir wollen ja, dass wir das Gas durchbekommen und wir wollen, dass die Flamme am Ende rauskommt. Jetzt könnte man ja sagen, alles klar, gut, man nimmt einfach nur ein Rohr und die Scheiße ist schon zusammengebacken. Gut, so, pass auf, man könnte ja auch einfach Gas und Luft rein, hier Flamme raus, einfach nur gerade raus, funktioniert nicht, kriegst du keine stabile Flamme hin, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, ob das auf den letzten anderen Videos zu sehen ist, keine Ahnung, hier entsteht ein Luftstrom. Ein Luftstrom, das Gas und die Luft. Und die schießen raus. Und das entzündet sich dann hier quasi. Hier am Ende soll es brennen. Und jetzt muss aber, wenn das jetzt so rausschießt und verbrennt, dann kriegst du keine stabile Flamme hin. Deswegen muss am Ende auch wieder quasi eine Art Trichter dran, was halt das Reduzierstück ist. Und was sich erweitert. Und hier drin bildet sich dann die Flamme und die bleibt dann stabil. Und das ist das Wichtigste dabei. Ohne dem geht es nicht. So, was habe ich dann hier noch so Schönes gemacht? Ich habe mir hier so eine kleine Halterung drauf gemacht. Ist hier auch ein Gefummel. Ist hier auch ein Gefummel. So. Ich habe hier eine M12er Gewindestange, die ich mit 5 mm durchgebohrt habe am anderen Ende. Ich denke mal, ich werde es jetzt doch noch zerlegen. Ich könnte jetzt natürlich auch ein Video zeigen, wo ich jetzt einfach den Brenner baue. Aber ich kann dir auch einfach erklären, wie ich ihn gebaut habe. Weil es ist vom Prinzip her kein Hexenwerk. Jetzt habe ich das Ganze natürlich so gebaut, dass ich den ganzen Brenner voneinander abnehmen muss. Also ich kurbel mir hier einen Wolf. So, jetzt haben wir es aber gleich.
Grundaufbau. Wie gesagt, das ist wichtig. Dann ist wichtig, jetzt habe ich hier eine, weil es gibt diese Teile so in dem Sinne nicht zu kaufen. Ja, man könnte jetzt sich Brennerbauteile besorgen und diese zerlegen und darauf anpassen, kann man auch machen. Das kostet aber unheimlich viel Geld, ne? Wenn man so guckt, so ein Sauerstoff-Acetylen-Brenner, da kostet so ein alleine das Handstück schon unheimlich viel Geld und man könnte auch, es gibt so viele Möglichkeiten. Also man kann auch ein bisschen kreativ dabei werden. Hört mal zu, ihr Vogelscheuchen! Ich sag euch das jetzt hier in aller Ruhe! Ganz wichtig vorweg, wenn ihr das nachbaut, macht ihr das auf eure eigene Kappe. Das, was ich hier mache, geht auf meine Kappe, weil es nur für mich ist. Ich weiß aber, dass es funktioniert. Und es ist aber nur, betrifft nur mich. Wenn ihr das nachbaut, könnt ihr euch noch so sehr darauf berufen, ich habe das bei Onkel Jan gesehen. Onkel Jan hat es auch nur bei anderen YouTubern gesehen und die anderen YouTuber haben auch gesagt, wenn du das nachbaust, machst du das auf eigene Kappe. Also, wenn ihr irgendetwas von mir nachbaut und das geht in eine Hose, dann seid ihr selber schuld. Ja? Nicht, dass es später heißt, warum hast du nichts gesagt? Ist das klar? So. Was habe ich jetzt hier gemacht? Jetzt fange ich auch schon so an. So komisch zu reden. Warum machen wir das so? Was habe ich hier gemacht? Wieso ist das so? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Nein. So. 12 mm Gewindestange mit 5 mm durchgebohrt. Am Ende ein M6er Gewinde reingeschnitten. Jetzt habe ich hier eine 0,8 mm Schutzgasdüse drin. Eine Schweißdüse, eine Stromdüse. 0,8 oder 0,6? Nee, ich meine, ich habe gestern auf 0,8 erweitert. Ja. 0,8. Ich habe es mit 0,6 ausprobiert. Nee, war nicht so geil. Habe jetzt eine 0,8er Düse drin. Funktioniert wunderbar. Das Ganze hier, das ist eine 3,8 Zoll Messingkappe. Kriegt man im Sanitärbedarf. Hier sind viele Sachen aus dem Sanitärbedarf. 10 mm Loch reingebohrt. Auf M12 Gewinde reingeschnitten. So. Sortieren, Jan. Und dann habe ich das Ganze verlötet, hart gelötet. Ist das hart gelötet? Ich weiß es nicht. Es ist mit, ja, Hartlöt. Ne? Hier, mit Hartlötstäbe für Kupferverbindungen von Rothenberger. Bisschen Flussmittel dran, heiß machen, dass die Scheiße schön glüht, ranhalten. Und dann verfließt das Ganze. Das ist eine unheimlich feste Verbindung. Ich habe es versucht, wieder auseinanderzulösen. Geht nicht. Also das ist wirklich bombenfest. Daran habe ich etwas, was eigentlich nichts mit Gas zu tun haben soll. Dieses hier ist eine Leitung aus dem Sanitärbedarf. Da werden normalerweise Wasserhähne mit dran angeschlossen. Aber es ist dicht. Hier ist eine Dichtung mit drin. Das schließt dicht ab. Ich habe noch mit Spüliwasser geguckt. Also quasi, man könnte auch Lecksuchspray nehmen. Ich habe mein Lecksuchspray, Spüliwasser. Damit wunderbar nach Undichtigkeiten geguckt. Es ist alles dicht. So, wie gesagt. Durchgebohrt, M6er Gewinde rein, Gasdüse rein, Kappe miteinander hart gelötet und so bis hierhin, das ist jetzt so die Gaskomponente im Brenner. Ja. So, jetzt ist es wichtig, dass die Gasdüse einigermaßen mittig hier drin sitzt. Und sie sollte so weit drin sein, dass wenn das Gas ausströmt, also die Gasdüse sollte nicht hier bis in das Rohr hinreichen. Sie sollte noch vor dem Rohr landen, weil der Gasstrom soll einen Sog erzeugen, damit hier die Luft reinkommt. Jetzt ist natürlich hier, ist es groß, das verjüngt sich. Und dadurch, dass es jetzt hier das Gas die Luft mitnimmt, mit reinträgt, entsteht hier ein, ja genau so, ich versuche gerade meine Worte zu finden, es ist schon, ich habe Feierabend, ja sorry, es ist Montag. Hier entsteht eine starke Strömung, die tritt hier aus, Feuer, so. Und das fängt auch erst hier an zu brennen, also wenn Druck und Strömung passen, dann fängt es erst am Ende an zu brennen. Wenn es vorher schon anfängt zu brennen, habt ihr nicht genug Druck auf der Leitung oder ihr müsst nochmal gucken, dass ihr das richtig eingestellt bekommt. So, dann habe ich hier so eine kleine Halterung, die muss noch ein bisschen fein geschliffen werden. Das sieht natürlich noch nicht so schön aus.
Wie gesagt, es ist ja auch erst quasi ein Versuchsaufbau. Winkeleisen zurecht, ach, Flacheisen zurechtgebogen, M12er Gewinde rein. Und das kommt hier wieder drauf. So. Und damit ich mir dann später auch die Luftzufuhr steuern kann, weil mal möchte ich eine heiße Flamme haben, mal möchte ich eine kältere Flamme haben, habe ich mir so eine Scheibe angefertigt. Das ist ein Ausschnitt aus einer Propangasflasche, passend. M12er Gewinde drauf. Und darüber kann ich dann später die Luftzufuhr regulieren. So, und jetzt kannst du schon sehen, die Gasdüse verschwindet da drin. Tülü, tülü, tülü. Und ich habe jetzt halt gestern die Feststellung gemacht, wenn ich die Gasdüse schön, relativ schön weit drin habe, dann habe ich eine gute Strömung und habe eine stabile Flamme. So, das ist das. Kontern die Scheiße, sitzt. So, und das ist halt, um dann später die Luftzufuhr zu kontrollieren. Ja? Wenn man jetzt bei in England forgeburners.com beispielsweise guckt und so, die Brenner haben alle so dieses Prinzip. Ja? Das ist halt nur meine Version. Man kann sich für, ich glaube für 130 Euro oder 180 Euro kann man sich einen Brenner holen, einen 3/4 Zoll Brenner. Das ist mir ein bisschen viel Geld. Also das Ding hat mich jetzt, so wie es jetzt hier steht, lass es vom Material her 15 Euro gewesen sein. Na gut, mit dem Edelstahlschlauch 20. Ja? Es ist vom Prinzip her ist es kein Hexenwerk. So, jetzt wollt ihr bestimmt die Scheiße auch brennen sehen, ne? Zeige ich euch. So. Ach ja, ich kann da schon mal eine Frage von gestern aufgreifen oder von vor ein paar Tagen. Ich habe hier diesen Druckminderer, der von 1 bis 4 bar geht. Ja, und tatsächlich, er fängt erst ab 1 bar an und geht bis 4 bar. Was ich persönlich aber nicht schlimm finde, weil 1 bar Druck brauche ich sowieso mindestens. Und jetzt mit den Einstellungen, wie ich es jetzt gestern ausprobiert habe, so, wir können ihn einfach mal aufdrehen. Jetzt steht er bei 1,5 bar. Ich drehe ihn mal ein bisschen weiter auf, so auf knapp 2 bar. Da kriege ich eine relativ stabile Flamme hin. So, zum späteren Aufbau komme ich noch. Wie gesagt, das ist jetzt der Testaufbau. Ja, das ist hier quasi mein Nadelventil. Lauschen. Ah, es rauscht schon mal, es zischt. Das heißt, da vorne kommt Gas raus. Bevor uns die ganze Scheiße hier gleich um die Ohren fliegt. Zack. So, das ist jetzt Gas mit wenig Luft. Und man sieht, es kommt so schon ordentlich Haue dabei raus. So. Ich drehe es mal noch ein bisschen weiter runter. Keine Sorge, der Schlauch ist weit genug von der Flamme ab. Kann nichts passieren. So. Jetzt drehe ich ein bisschen mehr Luft dazu. Und man kann sehen, die Flamme verändert sich. So, jetzt habe ich, das ist jetzt eigentlich eine relativ magere Flamme. Jetzt habe ich viel Sauerstoff, wenig Gas, geht ein bisschen mehr Gas dazu. Bei Betriebsdruck von 2 bar. Oh, ich muss sagen, die Flamme sieht auf der Kamera besser aus als in der echt. Zack. Und da ist die Flamme dann erloschen. So. Wie gesagt, das Ganze ist halt noch ein Versuchsaufbau. Wir brennen eben das restliche Gas ab. Und das ist so die grobe Funktionsweise des Brenners. Und mehr ist es eigentlich nicht. Also man kann dann später
über den Druckminderer den Gasdruck an sich regulieren, um zu gucken, wie viel Haue will ich auf der Flamme haben. Dann die Gasmenge mache ich übers Nadelventil und dann die Sauerstoffzufuhr, wie die Flamme aussehen soll, wie viel Sauerstoff soll rankommen, reguliere ich hier an dieser Scheibe. So, das ist so der grobe Aufbau. Und jetzt habe ich schon saunaähnliche Temperaturen hier fast. Also ich habe jetzt innerhalb von kürzester Zeit jetzt hier die Bude auf, also die Heizung braucht eigentlich gerade nicht allzu viel machen. Ich habe die Bude jetzt gerade mal so locker flockig auf 25 Grad aufgeheizt. So, soweit der Brenner. Ich denke mal, das sollte soweit verständlich sein. Der Aufbau später auf der Esse wird so laufen. Wo haben wir die Esse? Da haben wir die Esse. Und ich habe schon wieder Handschuhe drauf abgelegt. Ich möchte später, kann man das sehen, zwei Brenner hier drauf haben. Und um entsprechend die Hitze reinzubekommen. Ich war auch schon am Überlegen, ob ich sie versetzt, schräg versetzt mache, aber das macht bei der Größe keinen Sinn. Theoretisch würde bei dieser Größe auch ein Brenner reichen. Ich will aber deswegen zwei Brenner machen, damit ich einen abschalten kann. So, und das ist jetzt quasi das nächste, was kommt. Jeder Brenner bekommt obendrauf, also das wird später richtig interessant aussehen. Ich habe die Kamera schon wieder viel zu hoch eingestellt. Ich bin vorhin noch bei Böwe in Aurich gewesen und habe mir noch ein bisschen Klimperkram geholt. Und unter anderem bekommt jeder Brenner einen Kugelhaken. Das heißt, obwohl ich überlege gerade, das kann auch sein, dass ich die Kugelhähne zurückgeben kann oder ich verwende sie für irgendwas anderes. Genau. Sortieren, Jan. Nachdem ich jetzt die Kugelhähne bei Böwe geholt habe, habe ich jetzt mittlerweile die Feststellung gemacht, ich brauche sie nicht, weil ich habe mir ein Gasverteilventil bestellt. Und muss man sich vorstellen, ein 3/8 Zoll Ausgang, 2/4 Zoll Ausgänge mit jeweils zwei Drehknöpfen an der Seite dran, also quasi so wie, genauso wie jetzt bei dem Griffstück. Nur dass ich halt einen Eingang habe, wo die Leitung vom Druckminderer zum Verteilventil kommt. Und an diesem Gasverteilventil sind halt zwei Nadelventile, womit ich dann die Gasmenge dann separat einstellen kann. Und ich kann dann halt, so wie ich lustig bin, entweder ein oder zwei Brenner laufen lassen. Ich könnte die beiden Brenner auch mit unterschiedlichen Gasmengen laufen lassen. Das wird aber dann in dieser kleinen Esse wird das nicht allzu großen Effekt haben. Auf jeden Fall, das ist so der Trick dahinter, wie ich dann später den Gasdruck regulieren werde. Und von diesem Gasverteilventil geht dann später, ich habe mir lauter Fittinge geholt und Messingverschraubungen und Gedönse und hier sowas und also letztendlich wird es so laufen, dass dann von dem Gasverteilventil das kommt ab. Ja, oder ich besorge mir noch ein Reduzierstück von 3/8 Zoll auf 4 Zoll, muss ich eben gucken, aber vom Prinzip her kann ich auch einfach, weil bei dem Gasverteilventil sind zwei Schlauchtüllen dran. Und die ich hier so in der Art auch habe, habe ich mir doch vorhin mitgebracht. Mit Überwurfmuttern, dachte ich. Ich habe mir jetzt einfach mal eine ganze Menge Klimperkram so auf Verdacht mitgebracht. Ne? Also hier solche Schlauchverbinder, die dann da drauf und das dann draufschrauben und würde auch gehen. Beziehungsweise ich hätte es auch. Nee, egal. Sehen wir in den nächsten Tagen, wenn das Gasverteilventil da ist. Auf jeden Fall mit dieser Stahlflexverbindung. Ich habe jetzt bewusst diese Edelstahlverbindung genommen, weil der Druck hier ist nicht so hoch. Aber das ist sehr hitzebeständig. Das ist das Schöne dabei. Und auf der Esse entsteht auch ein bisschen Hitze und ich will da nicht einfach nur eine Gummileitung legen oder eine Kupferleitung oder was auch immer. Also ich denke mal, dass ich hiermit sehr gut fahren werde. Und wenn nicht, dann muss ich mir halt doch noch ein bisschen Kupferleitung zurechtbiegen und dann was mit Schneidklemmenverbindungen machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das sehr gut funktionieren will. Andere Leute machen da einfach nur die Standard-Gasleitung drauf, also die Gasgummileitung. Von daher mache ich mir da nicht allzu viele Sorgen. Das sind aber alles Sachen, die müssen ausprobiert werden. Ich habe mir jetzt hier lauter Fittinge geholt und
Adapter von rechts auf links, 3/8 Zoll rechts, das ist so ein Adapterstück, ne? Hier, wo die Kerbe ist, ist Linksgewinde, hier, und das ist ein Rechtsgewinde, weil es ist ja alles auf Linksgewinde und die ganzen Standard-Fittinge, die ich mir geholt habe, die haben alle Rechtsgewinde. Yippie. Also diese Rechts-Links-Scheiße, die geht mir echt auf den Sack, aber anscheinend muss das so. So, nochmal eine neue Gasleitung geholt, kann man nie genug von haben. Und dann habe ich mir nochmal so einen 1 Zoll Doppelnippel geholt, der dann in den Brenner reinkommt und ich denke mal, dass ich das so machen werde. Diesen Doppelnippel werde ich in der Mitte durchschneiden und der kommt dann in die Esse eingeschweißt. Und dann kommen die Brennerköpfe, kann ich dann so draufschrauben und dann kann ich das bei Bedarf abnehmen, draufsetzen. Dann brauche ich es nicht klemmen oder sonst irgendwas, dann habe ich es richtig fest. Ja, so viel zum Thema Brenner. Ich denke mal, dass das sehr verständlich jetzt sein sollte. Und der Rest ergibt sich. Ich kann schon wieder eine neue Sortimentskiste machen. Yay! Da werde ich mich gleich noch dran setzen. So, dann... Ich quatsche mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. So, jetzt habe ich ja schön die Einleitung gemacht mit Bonn aus Friesland. Ein YouTuber hat ein paar Videos hochgeladen und hat Kommentare dazu bekommen. Und auf diese Kommentare möchte ich gerne eingehen. Zeitrafferaufnahmen wird es immer wieder geben. Mache ich immer wieder gerne, weil sonst werden die Videos, also das Video von gestern war jetzt, als ich es hochgeladen hatte, 19 Minuten lang. Das waren 48 Minuten Rohmaterial. Also ich habe 48 Minuten Rohmaterial auf 19 Minuten. Ich will die Videos eigentlich nicht zu lang machen. Eigentlich soll so ein Video innerhalb von 10 Minuten abgefrühstückt sein. Schaffe ich aber nicht, weil ich mich einfach nicht kurz halten kann. Und weil ich mich einfach nicht kurz halten kann, aber nicht direkt jeden, also so die wichtigen Arbeitsschritte nicht unbedingt auslassen will, lasse ich sie einfach doppelt so schnell laufen oder manchmal auch viermal so schnell laufen. Dann versteht ihr zwar nicht, was ich dabei quassel, aber das Gequassel ist dann auch nicht besonders wichtig. Ne? Und ansonsten, wie gesagt, sonst werden die Videos einfach zu lang und so lange Videos will sich dann auch keiner angucken. Ne? So, Druckminderer ab 1 Bar hatten wir gerade. Dann war eine Frage, die Kanäle, die ich dann manchmal in meinen Videos erwähne, ob ich die nicht verlinken kann. Nö. Da müsst ihr mal selber euren Grips anstellen und zuhören. Ne? Alex Steele aus England beispielsweise. Ne? Kann man einfach finden. Einfach mal in die Suche eingeben und bums, seid ihr auf dem Kanal. Da findet ihr auch die Videos und es ist auch sehr interessant. Oder von Tristan, der das Boot gebaut hat und jetzt gerade eine Solex restauriert. Lazy Gent, Lazy-Gent, kann man auch nicht verfehlen. Wie gesagt, einfach mal selber gucken. Also wenn ich könnte manchmal, ich beiß mir manchmal selber auf die Zunge. Bei manchen Videos möchte ich ganz gerne auch hier und da mal kommentieren. Und dann denke ich mir da so, bis der geantwortet hat. Ne? Weil ich bin ja manchmal relativ schnell mit meinen Antworten. Ich kriege eine Benachrichtigung, habe das Handy in der Hand und bums, habe ich schon eine Antwort geschrieben. Klappt nicht immer auf Anhieb, manchmal brauche ich auch ein bisschen länger, muss ja auch arbeiten und möchte auch um meine Familie kümmern, um meine Kinder und um meine Frau. Aber ich versuche eigentlich auch immer relativ schnell auf die Kommentare zu reagieren und wie gesagt, jetzt habe ich den Faden verloren. Super. Käffchen trinken. Benutzt einfach euren Verstand. Zuhören, gucken und ja. Und dann findet ihr auch die Kanäle, die ich dann hier und da mal erwähne. Ne? Und manche kennt man auch schon. Dann war die Frage, was kostet der Spaß am Ende? Weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade bei Materialkosten, was ich gekauft habe, bei circa 160 Euro. Da bin ich jetzt. Ja, wovon ich einiges an Material, manches an Material nicht brauche, also wird das irgendwie so, kannst du mal locker flockig 20 Euro von abziehen. Ich denke mal, Mörtel werde ich nicht großartig noch kaufen müssen. Ein ganz kleines bisschen habe ich noch da, um die Schamottsteine letztendlich miteinander zu verkleben. Wenn ich sie verklebe, weiß ich noch nicht, denke ich mal. Und ansonsten alles andere habe ich jetzt eigentlich da. Wie gesagt, ich habe jetzt heute noch Gasverteilventil bestellt. Das kostet nochmal 33 Euro. Also sind wir schon vom Material her mit allem drum und dran. Und die Leitung heute und bei Böwe und Gedöns. 200 Euro bis jetzt. So. Für 400 Euro kann ich eine fertige Esse mit Brennern kaufen. Ja.
Aber dann habe ich es ja nicht selbst gebaut. Und dann habe ich noch keinen Tisch darunter und nichts. Ja. Gut, wenn man jetzt das restliche Material, also das Quadratrohr oder so mit dazu nimmt, also irgendwo, ich denke mal, es wird irgendwo, also jetzt nur die Esse mit den Brennern, wird man irgendwie mit allem Material und drum und dran, wird man nur vom Materialpreis her irgendwo bei 250 Euro landen. Grob über den Daumen gepeilt. Ne? Dazu kommt dann noch Arbeit, Strom, Schweißdraht, Schweißgas. Kann man sich dann ausrechnen. Ne? Also für Dritte kann ich sowas nicht bauen. Werde ich auch nicht, darf ich auch gar nicht. Das ist jetzt, wie gesagt, nur für mich. Ja, und ansonsten wäre es das für heute quasi. Ist es? Ja gut, 20 Uhr, es fühlt sich schon viel später an. Ne? Eigentlich, es fühlt sich schon nach 21 Uhr an. Verdammte Zeitumstellung, ich kann da nicht mit umgehen. Nervt mich. Nein, aber das ist soweit zum Thema Brenner. Wollte ich sonst noch irgendwas erwähnen? Nö. In den nächsten Tagen gibt es das nächste Video, wie ich die Esse weiterbaue. Ich denke mal, das Thema Brenner müsste jetzt abgeschlossen sein. Das dürfte detailliert genug sein. Und dann später, wenn die Esse dann fertig ist und wenn die Brenner eingesetzt ist, dann seht ihr dann auch genauer, wie der ganze Aufbau so an sich dann stattfinden oder dann sein wird. Wie gesagt, der grobe Aufbau der Brenner, das habt ihr jetzt gesehen. Das wurde auch mehrfach gefragt, ob ich da ein detaillierteres Video zu machen kann. Und ich denke mal, das war jetzt detailliert genug. Und ansonsten mache ich jetzt Feierabend. Ich schneide jetzt das Video, lade das hoch und in einer Stunde könnt ihr das gucken. Also, ne, jetzt ist es Montagabend, 20 Uhr. Jetzt fange ich an zu schneiden und hochladen. Und dann wisst ihr, wie lange das dauert, so ein Video zu bearbeiten und das hochzuladen. Gut, das geht bei mir schneller als bei anderen, weil ich das hier alles direkt am Telefon mache. Ach komm, das ist nebenher. Na. Wenn das Video soweit gefallen ist, fangen wir nochmal von vorne an. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen oben da. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann habt ihr, ich meine da oder vielleicht auch da, ich weiß es nicht, es ist gerade alles spiegelverkehrt, die Möglichkeit auf den Abo-Button zu drücken. Und wenn ihr absolut überhaupt gar kein Video verpassen wollt, neben den Abo-Button ist eine Glocke. Wenn ihr da drauf klickt, dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn hier ein neues Video aus der Feldschmiede Neu-Ekels hochgeladen wird. Und es gibt die Möglichkeit, unten in der Videobeschreibung auf einen Link zu klicken. Der geht zu meiner Facebook-Seite von der Feldschmiede Neu-Ekels. Und bei Instagram bin ich auch unter Feldschmiede Neu-Ekels zu finden. Da werde ich keinen Link hinsetzen, einfach bei Instagram in der Suche Feldschmiede Neu-Ekels eintippen. Und dann findet man mich da. Und dann seht ihr auch Bilder, die so abseits des YouTube-Kanals entstehen. Quasi. Soll ich noch irgendwas vergessen? Nö, ich denke nicht. Feierabend jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.